Und herzlich willkommen zu Die Elder Garmangdon Nerim Pinderale. Und der Kalista ist uns da gerade voll vor der Nase weggelaufen einfach. Kaum, dass ich da jetzt gestartet habe, der ist einfach losgetippelt bis zum geht nicht mehr. Jetzt gehen wir da mal wieder schauen. Natürlich sind wir wieder da in Wave Rock oder sonst was. Ah, und jetzt müssen wir da die gerade weiter. Vor allem hätten wir zwei Companions, das heißt, der Kalista und die Kim seien gerade mit mir. Ja, da war dann irgendwo ja unser Eisklau nachher. So, und jetzt holen wir da den Kalista mal ein. Der tippelt mir da vorne weg. Ah, okay, wenn ich schleich, bin ich gleich schnell wie er mit dem Laufen. Wo auch immer du hinlaufen willst, weil wir müssen ja sowieso der Straße entlang da. Okay. Take all. Und weiter geht's wieder. Also wenn die Baden so viel Damage machen, muss ich ja echt nichts mehr tun. Nur er hat jetzt mich angegriffen, der Sack. So, gehen wir gleich wieder weiter. Gott sei Dank habe ich ja Heilung. Hui. Hui. So. Na, aber wir sein. Es wirkt so, wie wenn wir ziemlich vorm Ende vom Game sein. Wir werden jetzt schon sehr oft genau dorthin geportet, wo wir hin müssen, anstatt dass wir ewig laufen müssen. Und das bringt uns halt immer zu so Punkten, das heißt, es nimmt uns eigentlich das Fast Travel ein bisschen ab, was es ja in Oblivion gegeben hat. Hier da, kehrt um! Niemand darf über die Grenze! Auch nicht ein hoher Priester des Tempels? Ein. Mir ist nicht bekannt, dass hier einer vorbeikommen soll. Nun, es ist fraglich, ob das für euch spricht. Werft doch mal einen Blick auf diese Papiere und dann trollt euch. Wir wollen durch. Oh, ihr. So verzeiht mir. Ich öffne sofort. Wenn das Tor nicht in 3 Sekunden offen ist, werde ich euch beim Tempel melden. 1, 2. Na bitte, es geht doch. Was able to convince the guard? Ja, da kann ein Arschloch sein. So viel wissen wir jetzt. Seinem Zauber können wir die magische Barriere durchbrechen. Wir sind im Land. Gut soweit. Wir werden uns als erstes mit einer unserer Agentinnen hier treffen. Sie wird mit uns zusammenarbeiten und helfen, uns hier zurechtzufinden. Ihr Name ist Nikki und wir haben einen Treffpunkt vereinbart. Auf dem Weg dorthin werden wir Ostia, die Hauptstadt des Südreiches und Sitz des Tempels, durchqueren. Folgt mir, ich führe uns hin. Ja, warum ist da so viel Katastrophe und so da unten im Südreich? Warum regnet es da? Warum ist da, keine Ahnung, alles anders. Und natürlich, als allererstes können wir nochmal ein paar Banditen her. Sicher, ja, Silver Arrows für mich, aber Stahl Arrows.
Ja, Mithril Boots und alles. Ja. Chest. 12 Gold. Ha! Und 12 Gold reicher. Oh! Es geht bis Level 45. Was bin ich nochmal frei Level? 18. Ich bin gerade mal auf der Hälfte vom Level von dem Gebiet, wo wir drin sein. Ich mach mal ein Quick Save, weil ich wahrscheinlich jetzt dann gewone-shottet werden kann, schön langsam von Gegnern. Das ist ja ultra böse. Dragon's Tongue. Und nicht wundern, die Blume kennt man, wenn man Oblivion durchgespielt hat, weil da kriegt man auf einmal eine Quest, ja, such nach Dragon's Tongue. Und dann fragt man sich, hä, nach was? Das ist 5-facher Damage für die. Ich muss echt, wenn ich in die Hauptstadt komme, wo wir jetzt hingehen, muss ich mal als allererstes Pfeile kaufen. Oh, Mana Salz. Pfeile kaufen, noch und nöcher. Potions. High Quality Healing Potions und was da mit der Volumalike. Ich renne jetzt bis dahinter. Weil sie eben geheißen hat, dass wir jetzt bis nach Ostian gehen. What the fuck? Lag. Okay, hat wieder Gebiet geladen. Also Kalista, ich weiß einmal nicht, ob du warst, wo du hinlaufst, aber da sind auf alle Fälle viele tote Bäume. Ich mach wieder mal ein Quick Save zwischendurch. Da haben wir wieder eins von den Mana-Konstrukten da. Warum bin ich wieder das erste, was du angreifst? Und warum sind das nur 80 B, was ich da krieg? Klaut mir der Kalista, weil er in meiner Gruppe ist, so viel XP oder was? Metamana. Metamana hört sich eigentlich cool an. Das Mana war es einfach schon, was im Game passiert. Das ist einfach so die Ebene drüber. So Metagaming, Quatschen und alles Mögliche. Exilsrobe. Für 2 Kilo 190 Gold, lass ihn mal einreden. Und was hast du da noch? Ja, die Exilsrobe nehmen wir auch mit.
Und mit dem Kalisto hinterher. Tätretätä. Also, wir machen zwar gut Meta, weil wir sind schon von da nach da gekommen, aber wir sind da oben. Bitte rennen wir querfeld ein, weil wenn wir die ganze Küste entlang laufen, ist es ewig. Und immer wenn ein neues Gebiet laden muss, habe ich einen kurzen Lag und ich habe keine Ahnung warum. Weil ich schau nämlich auch, ich habe nämlich nebenbei jetzt immer ja, wie schon gesagt, im Taskmanager offen. Damit die Oblivion killen kann, wenn sich wieder mal einfach aufhängt. Im Sinne von, ja, es bleibt stehen und macht nichts mehr. Aber ich kann es dann nicht mehr beenden. Und wenn das passiert, dann muss ich eben den Task killen, sonst geht das gar nicht. Oder was ich sonst machen kann, ist jetzt mein Computer ausschalten. Weil es echt so verbuggt ist mit Narim, dass es einfach stehen bleibt, komplett, teilweise. Noch ein bisschen Metamana. Ich mag Metamana. Das hört sich so... Ich weiß nicht, der Name schon, das gefällt mir. Aber ich hätte es echt gern, wenn sie da natürlich eine englische Synchro gemacht hätten, aber englische Untertitel ist auch schon einmal was wert. Noch ein bisschen Metamana. Warum kriege ich gleich 70 GB? Das ist mal ein Rätsel. So, noch Quicksave. Ich brauche 11.000. 10.200. Da kann ich da mal reden. Aber ich habe schon wieder 5.000 noch was davon. Das ist schon mal was. Ja, Kim Kalisto, renn ein bisschen mehr querfeld ein, dann ziehen wir nicht jeden Mob, der was auf der Straße auf uns wartet. Wirkt so, wie wenn er da jetzt dann wirklich gleich gerade durchrennen will in irgendeine Richtung. Den werden wir dann schon sehen. Weil es wirkt da jetzt nicht so, wie wenn er die Ultra... Na okay, da sind schon Berge eingezeichnet. Aber wir sind schon auf dem Weg Richtung Süden. Was für Südreich ja sicherlich schon mal gut ist. Ja, wir machen jetzt echt gut Meta. Und jetzt müssen wir den Tempel stürzen. Ja. Na, ich weiß nicht, das gefällt mir schon. Und ich muss nochmal nachschauen, denn irgendwie kommt es mir so vor, wie wenn Narim und Enderall zusammenhängt. Ich habe irgendwas für die 5th Proclamation gefunden. Weil mir kommt die ganze Zeit vor, dass die, ich muss Enderall endlich wieder mal starten, weil mir kommt es einfach vor, dass da so ein riesiger Stinkhorn, dass in Enderall immer wieder von den Naramis geredet worden ist und dass die eben aus Narim und so bla 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 sein. Und ganz am Anfang, was wirklich einfach schon so gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, Kalisto, kannst du aufhören, Mii zu töten? Weil ganz am Anfang ist uns gesagt worden, alles was wir machen ist vollkommen wurscht, weil sowieso Narim untergehen wird. Und mir kommt einfach vor, dass das halt die erste Prophezeiung war und wir die einfach zu 100% ignoriert haben. Und gerade das hat mir so darauf gebracht, dass okay, Narim und Narimis und Enderall und dass das zusammenhängen kann und dass Enderall einfach halt in der Zukunft spielt oder halt in der Zeit nach Narim um 200, 300 oder keine Ahnung wie viel Jahr. Ja, Kalisto, ich komm schon. Warum sind da so viele?
Ein Apfel. Doppelt Gold. Okay. Und F5 wieder. Ein Quick Save. Sind wieder weg mit der Waffe. Wir müssen wieder tippeln. Das sind Hühner und kleine Chicks. Also kleine Küken. Was haben denn die da, Frane? Oh. Ja, Foltermethoden. Okay, die haben dafür aber schwebende Landmassen. Kokosnuss oder halt Palmen, damit sie Kokosnüsse kriegen. Okay, das ist dann... Jetzt sind wir dann Richtung Stadt, oder? Ja, jetzt sind wir in Ostarien angekommen. Tetretete, Dankeschön. Wir sind im Land. Gut so, auf dem... Okay, jetzt muss ich glaube ich nicht mehr schleichen. Dann kann ich mich nur mal laufen. Die schauen aus wie Altair und Co. Das gibt's ja nicht. Also da haben sie sich von Assassin's Creed vom 1 wahrscheinlich was abgeschaut. Wir müssen jetzt mal schauen, wann der natürlich rausgekommen ist, aber... Und wie ist das um mein Land bestellt? Jetzt müssen wir mal die Niki finden. Ich weiß es. Okay, 7th Proclamation. Ich finde die ganze Zeit irgendeine Schreine. 7th, 1st, 5th. Ah, wahrscheinlich kann man da so eine Runde gehen. So, ja, okay. Irgendein Religionszeug wird das schon sein. Pilgerreise und sonst was. Brauchen wir alles nicht. Wir haben eh schon so einen Über-Drüber-Typen auf unserer Seite. Hui. Wakim, weil ich schneller bin, jetzt lauf schon weiter. Oder bist du eifersüchtig? Denn ich weiß nicht, wo du jetzt hin willst. Oh, da war ein Spinnchen. Lauf, Callisto, lauf. Also ich glaube, die ganze Folge wird bald laufen sein, wie sonst was. Hey. Laufen und springen. Laufen und springen. So, und das jetzt hoffentlich die Niki. Ja. Ein Unverschämt. Bleib bloß weg von mir. Oh, dieses Nordreich. Da gibt man diesen behaarten Wilden ein paar Freiheiten. Oh, dies... Okay. Callisto, do your thing. Es klappt mal etwas so, wie es soll. Schön zu sehen, dass ihr es über die Grenze geschafft habt. Die hat gerade eine ganz andere Stimme gehabt. Fein. Was wäre das? Zuerst einmal eine Behausung. Sie liegt am Hafen von Ostian. Hier ist der Schlüssel. Gut. Dann haben wir wenigstens eine Basis. Heda! Wer seid ihr? Niemand darf sich hier aufhalten. Das ist Sperrgebiet. Oh nein! Ganz ruhig jetzt. Ich werde sie abschütteln. Sie dürfen nichts von uns erfahren. Wir sind Angehörige des Tempels und haben das Recht, uns außerhalb Ostians aufzuhalten. Verdammt nochmal, so greift doch endlich an. Zum Kampf, Männer! Die arme Niki. Ich verstecke mich hinterm Baum. So, aber jetzt sehen sie mich nicht mehr. Jetzt kann ich von hinten anfangen aufräumen.
erste mit 33 Stahlpfeile. Das ist ja schon einmal was wieder. Wir sind wieder auf 40 oben. Na, warte. Oh, ich habe von dem gerade das Schwert aufgeklappt. Wo ist aber seine Leiche? Ist sie durch den Boden geklippt? Da ist die Kim. Wo ist der Callisto? Warum habt ihr das getan? Sie hätte die. Maße dir nicht an, mich zu kritisieren. Aber jetzt wird es der Tempel doch gerade merken. Diese Soldaten sind tot. Glaubt ihr, das merkt niemand? Ich brauche mir doch von einem Grünschnabel nichts sagen zu lassen. Und Nikki, sie ist völlig grundlos gestorben. Nikki hat ihren Dienst für den Orden verrichtet. Und nun schweig. Sowas höre ich mir nicht an. Ich glaube, mit Callisto müssen wir dann nochmal beseitigen, sagen wir es einmal so. Ich verstehe das einfach nicht. Sie könnten doch jetzt alle noch. Danke, du bist so gut. Ich folge dir. Bestimmt hat sich Callisto nach einer Weile wieder abreagiert. Dann sollten wir. Ah, Dolly Gunner mit Stahlpfeile. Textbook plus ein Learning Point. Danke, nehme ich doch gern. Da ist noch einer, da sind meine Stahlpfeile. Jetzt können wir nur das Textbook lesen. Da. Da mal Textbook. So, und was soll ich jetzt dann tun? Was gibt's denn? Ja, gehen wir mal zum Hafen. Wo dann jetzt ja der Callisto sein soll oder wie auch immer. Oder steht er jetzt nur da hinten im Busch und kommt nicht raus? Na, okay, er ist schon mal gegangen. Da ist ein Stein nichts mehr. Passt. Dann gehen wir wieder nach Ostia zurück. Jetzt dann aber bitte wieder Map. Passt. Da nach vorne. Quick Save im Hafen von Ostia. Da unsere Tarantel hinterher. Die Southern Spider. Ja, sonst, ich glaube. Southern könnte man es aussprechen, aber das ist dann glaube ich wieder amerikanischer Slang. Was haben wir denn da? Dort haben wir das Workerhaus. House at the Harbor, okay. Ah, da seid ihr ja. Ich denke, wir sollten uns jetzt an unsere Aufgabe machen. Nun, Arantial hat mir vor unserem Aufbruch einen Brief gegeben und ich habe ihn bereits gelesen. Hör zu. Der zentrale Punkt des Plans ist es, die gespannte Stimmung hier auszunutzen, um letztendlich eine Revolution auszulösen. Das Volk, der Pöbel, ist stets der willigste Helfer einer jeden Diktatur, doch auch deren größte Gefahr. Darauf läuft es hinaus. Ihr habt vielleicht schon die Statue auf dem Stadtplatz gesehen. Ja, schön scheußlich, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall hat dieser Steinhaufen eine große Bedeutung. Er ist das Symbol für diese abartigen Lehren des Tempels. Und so wird die Statue auch behandelt, den Soldaten nachzuurteilen. Nun, wir brauchen einen Auslöser für die Revolution. Und was würde sich besser eignen, als diese vermaledeite Skulptur in die Luft zu jagen? Es ist doch nur eine Statue.
Wie soll es eine Revolution auslösen, wenn man eine Statue sprengt? Sie ist in erster Linie ein Symbol. Sie steht für den Tempel. Und wenn genügend Menschen mit dem wahren Willen dahinterstehen, kann die Sprengung einer Statue, die Sprengung eines Symbols, das ganze Land verändern. Wenn ihr meint... Natürlich. Ein Mensch mag unberechenbar sein. Ein ganzes Volk dagegen macht immer das, was man von ihm erwartet. Wir sprengen also diese Statue. Dazu brauchen wir Sprengstoff und jemanden, der damit umgehen kann. Viel wichtiger wird es aber sein, dafür zu sorgen, dass weniger Soldaten um die Statue herum und in der Stadt allgemein sind. Wir werden die Wachen vergiften. Nicht tödlich. Arantial will unnötige Opfer vermeiden. Nun, da es am leichtesten wäre, den Soldaten das Gift über die Nahrung zuzufügen und diese ganz zufällig im Tempel zubereitet wird, werden wir als erstes in den Tempel eindringen. In den Tempel? Wir brechen in das bestbewachte Gebäude von ganz Nerim ein. Durchaus. Und wenn dir das nicht passt, hast du eben Pech gehabt. Und wo sollen wir das Gift hernehmen? Wir bereiten es selbst zu. Und die Zutaten suchen wir uns im Tempel zusammen. Arantial hat mir da ein Rezept gegeben. Ich muss mir aber noch was überlegen, wie wir in den Tempel reinkommen. Das wird seine Zeit dauern. Ihr könnt euch also noch ein wenig hier umsehen. Stellt aber keinen Unsinn an. Und bleibt unauffällig. Klar? Jawohl, Herr Offizier. Okay. Level Up. Dann machen wir jetzt so zum Abschluss ein Level Up wieder. Level Up achieved. Agility, Endurance und Speed. So, dann speichern wir wieder. Und dann haben wir es wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und das war's wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.